Und willkommen zurück zum Krabbensimulator. Wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wir machen jetzt die Krabbe fertig. Willst du noch mal oder soll ich wieder? Pass auf, ich guck mal, auf wem sie aggressiv ist. Ich hau dir mal gegen das Bein. Ja, garantiert auf dich. So, hier, komm mal her, guck mal. So. Bäm! Da guckst du. Pass auf, ich nehme mal ganz kurz hier mein. Ah, das Fernrohr hast du noch, ne? Ja, ja, ich hab's in der Tasche. In der Tasche? Warte. Warte, ich lass fallen. Dein Vogel gibt's. Dein Vogel pfeift. Ja, wegen der Kakinos. High Level und so. Mhm. Ein Busch, hab ich gerade gesehen. Noch ein Busch. Auch, dass er dich nicht packt, ne? Ja, ja. Die wird irgendwie angegriffen übrigens von. Angegriffen? Ne. Ja, die wird. Ja, 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 komm mal runter. Komm mal schnell zu mir. Wir brauchen Scharfschützen. Komm mal runter, schnell. Hier ist nämlich ein Otter-Dotter. Der schießt hier. Guck mal, siehst du, bei mir, wo ich gerade hingucke, der weiß die ganze Zeit zu. Schießen ab. Hä? Der kleine Scheißer. Lass dich nicht packen, lass dich nicht packen. Hä? Hier ist weggelaufen gerade, ne? Ah, läuft hier. Läuft bei mir. Hier ist er. Okay, ist weg. Alles klar, der ist weg. Na dann. Nochmal. Ich wollte gerade sagen, warum blutet ihr denn die ganze Zeit? Hier bin ich. Hier bin ich. Ich. Du Schlampe. Ist das eigentlich eine Schlampe oder ein Arschloch? Warum will die nicht? So, los? So kann ich nicht. Ich weiß. Ich weiß, aber ich will erstmal ja, gucken. Ja, komm, Sitz, Platz. Nein. Katze, du fliegst gleich raus. Warum will denn? Ist schon so viel Torpor? Irgendwie. Nein, scheiße. Ich hab übrigens bloß noch 8 Schuss. Oh. Du hast doch schon mal einmal getroffen gehabt. Oh, ganz. Oh, doch? Nee. Irgendwas mit ganz wenig. Oben. 1000. 1000 geht aber wieder runter. Ja, aber ich kann ja so nicht schießen. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Warum? Mädchen, junge Mädchen? Das war ein Mädel. Kein Wunder. Boah, das ging mich selber. Nee, junge. Okay. Warum greift die mich nicht an? Geh mal aufs andere Katapult, vielleicht komme ich da besser mit. Warum greift die nicht an? Was ist mit dir los? Wie viel Schuss hast du da noch? Hast du noch genug? Da sind es 51. Na gut, dann können wir ja gleich nochmal. Wenn du gleich noch rüber gehst, dann hat es ja nochmal teilen. Toll, hier steht sie natürlich so perfekt, dass ich. Ah, ich verstehe aber nicht. Mist, das ist ein bisschen blöd, dass die jetzt gerade so rumzappelt. Soll ich auch nochmal hier so stehen und mitschießen? Ja. Bewegt sich gerade halt zu viel. Aber er hat echt richtig viel Blut schon verloren, Leben verloren an dem Otter bestimmt, ja? Ich weiß nicht, was das für ein Level war. Auch nicht. Kommt aber auch nicht nah genug, ne? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade mal so machen soll. Ach ja! Jo, der hat getroffen. Hast du getroffen? Hier ist nämlich, kommt der Otter gerade wieder. Wo ist der? Jetzt ist er tot. 76 war er. Mhm, der war richtig, auch richtig frech. Nein, nein, nein. Hast du rein zufällig eine rare Blume irgendwo hier rumfliegen? Nein, wenn denn in Darkness. Dann würde ich die mal ganz kurz schnappen, dann würden die ja freundlicherweise. Aggressiv werden. Ich glaube, das funktioniert auch mit den Pilzen. Aber denk dran, wird alles aggressiv, ne? Ja, Sophie ist jetzt nicht in der Nähe, aber trotzdem, shit, ey. Ich habe bis hier nichts. Welche Pilze meinst du? Na, die Rare Mushrooms. Ach so, ja, die habe ich aber jetzt auch hier keine. Shit. Die könntest du aber beim Pilzeabarbeiten bekommen. Okay. Hier sind ja genug Pilze. Ja, getroffen. Soll ich nochmal ganz checken? Getroffen. Oh, das war ein guter Treffer, habe ich gesehen.
Oh, die blutet halt schon ein bisschen. Ja, ich guck mal ganz kurz. Du müsstest mal gucken. Ja. genau gleich. Also 2000 Torpor und 1700 Leben noch. Von wie viel? 2000 Torpor von? Und 1000 von wie viel? Von sehr, sehr viel. Von 5560. Torpor? Hm. Dann müssen wir sie rauslassen. Sonst kriegen wir sie nicht. Glaube ich. Oder wie viel Leben hat sie insgesamt? 1700 hat sie noch Leben. Und von insgesamt wie viel? 5000. Hm. Müssen mal gucken. Es wären ungefähr 8-9 Schüsse. Dann wird es langsam kritisch. Dann wird es kritisch, ja. Wir können es ja trotzdem noch mal versuchen. Wenn sie aber zu viel Leben verliert. Das Problem ist, die hampelt einfach zu viel rum und das ist nicht gut. Ich muss mal ganz kurz gucken, was im Wasser ist. Nicht, dass wir die jetzt rauslassen und dann Sarkusch drin steht und der frisst die jetzt auf oder so. Hier im Wasser ist jetzt gerade nichts. Ich sehe auch gerade nichts wirklich drin. Oh, Mist. Weil die 120er, das wäre jetzt eine Schande, wenn wir die jetzt einfach verlieren würden. Ich gehe dir mal ganz das Blut. Du hast Blut. Blut, komm mal mit. Ne, das war ein Schadentreffer nur. Ah, siehst du, hier ist direkt ein Sarko direkt vor der Tür. 32er sogar. Der wird die jetzt direkt fressen. Ne, das war auch ein Schadentreffer. Ich höre auf zu schießen. Wir müssen sie rauslassen. Ja, ich mache einen Sarko kaputt und dann kann der von mir kommen. Mist, das habe ich nicht gefressen. Okay, machen wir mal das Türchen auf. Hast du schon offen? Ja. Jetzt hängt die genau fest. Das ist ja voll lustig. Kommt jetzt zu mir, ehrlich? Ja, ja. Nee, die geht ins Wasser, geht das Essen holen. Da, wo ich was liegen lassen habe. Die regenerieren sich sogar recht schnell draußen wieder. Hast du ein bisschen mehr Munition auf der anderen Seite reingetan? Oh, man, das ist eine ganz knallblaue Krabbe. Mal gucken, was für ein Level die ist. Acht, ich werd echt... Dein Schuld. Ah, die 120er ist Max-Level. Wäre schade, wenn die stirbt. Das wär schade. Ja, aber ich glaube, irgendwie hat die zu viel Schaden gerade eben bei den ganzen Kämpfen. Ja, blutet doch schon gar nicht mehr. Die geht wieder rein. Was macht die denn? Gegen was kämpft die? Ah, gegen das Haus. Das Tor. Blutet sie denn noch? Ja. Ja, ich habe Angst, dass sie mich angreift. Pass auf, ich gehe mal. Ja, die greift an. Autsch. Bisschen blutet sie noch. Spino. Oh, nicht gegen den Spino, bitte. Ja, Spino kämpfen die nicht gegen Spino. Gegen Spinos kämpfen die nicht, aber gegen Sarkos. Oh, ist sie schnell. Ich brauche irgendwie was zum Töten hier. Wo sind jetzt die ganzen blöden Piranhas? Oh, die ist ja schon da. Denk an, die läuft durch das Wasser. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Welches Level bist du? Kann man dich noch schnetzeln? 64 ist echt schon hoch. Da kommt sie wieder, ne? Mhm. Ich komm her. Wir kämpfen mal ganz kurz eine Runde. Hier, komm mal mit zum Wasser. Ich brauch was Fleischiges. Nein, jetzt habe ich sie weggefressen. Ich hau einfach zu oft zu. Pass auf. Ja, ja. Schon gesehen. Mist. Weil die wollte, glaube ich, gerade zu der Leiche. Verdammt. Aber die ist jetzt eigentlich schon ganz gut wieder drauf, ne? Denk mal, wir könnten sie wieder locken. Ja, ich will noch mal ganz kurz, dass sie hier noch ein paar Piranhas frisst, wenn ich jetzt gerade ein paar... Ich habe hier einen Spino tot liegen lassen. Der muss bloß zu mir kommen. Ach so, warum nimmt die nicht? Ja, weil sie auf dich fixiert ist. Hier, wo ich stehe. Aua.
Rechts von dir. Was ist das denn für ein riesengroßer Haufen? Na, toter Spino. Ey, 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 ey. Mädel. Ey, 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 ey. Hallo? Du willst freiwillig da reingehen? Die will auch gezähmt werden. Na komm, dann tun wir es rein. Komm mit. Junge, ist das eine dumme Kuh. Dumme Kuhrig. Da kommt's. Aua. Mach zu. Ja, ich versuche gerade, aber... Oh, mach's. Nein, mach's ja auf. Zu, auf, zu. Das war knapp. Das, und das war gerade mein Trommelfell. Sorry, es tut mir leid. So, pass auf. Sind wir Friends? Ja. Die hat sogar noch Torpor. Ja, ja, die behalten Torpor, aber regenerieren sehr schnell Leben. Verlieren zwar auch ein bisschen Torpor, aber das Leben regeneriert sich schneller als Torpor. Ja, die Hälfte Leben hat sie. 2600 Leben von 5000. Siehst du, so fast 1000 Leben dazu gekriegt wieder. Durch die kurze Zeit. Ja. Und jetzt kommt das ganze Gehampel wieder und die macht wieder nicht das, was wir... Komm doch jetzt raus hier. Hier bin ich. Wo ist die Akku? Mal sitzt da. Komm mal hier. 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 Ich glaube, die mag es nicht, eingekältert zu sein. Ja. Hallo. Ja, der war... Ich gucke, ich sehe nichts. Ich sehe... Warum sehe ich jetzt nichts? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade nicht auf das Torpor geguckt. 1477 haben wir. Oder sagen wir 1400. Von? Immer noch 5500. Ja. Das ist echt viel. Aber die blutet schon wieder. Du hast ja also auch natürlich wieder Schaden zugefügt. Ja, du fügst ja immer Schaden zu. Aber wir können sie ja ruhig ein paar Mal dann wieder freilassen. Wie gesagt, das Torpor sinkt langsamer. Das Leben kriegt ihr immer stetig wieder immer dazu, ne? Immer wieder Leben, ja, immer wieder Leben. Ich glaube, der hat nicht getroffen. Nee, er hat nicht getroffen. Musste aber während des Laufens schießen, sonst haben wir hier keine Chance mit der. Warum hampelt die denn jetzt so rum? Weißt du was? Die hat Angst. Warte mal kurz, eine Bärenfalle crafte ich mir jetzt. Weißt du, die hilft? Ja, versuchen es einfach nochmal. So, weil ich hab echt keine Lust auf das ganze Gehampel. Hast du nochmal geschossen, ne? Ja, aber hat nicht geholfen. Beartrap. Ich warte jetzt wieder. Large Beartrap musst du aber nehmen, ne? Ja. La 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 la. Muss ich das ganz ausschreiben hier? La 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 la. Large Beer Trap. So. Raus hier. So, komm, das ist, wo kommen wir das craften? Mitty. Ja, da ist es. Oh, kann man sogar craften hier. Super, kann sogar noch eine zweite craften. Ich mach mal sogar zwei. Man weiß ja nie. Aber erstmal nur eine legen. Ja, ich nehme erstmal eine mit. Erstmal muss ich mal ganzen Scheiß hier ausleeren. Oh, kleine Niesanfall gerade. So. Gesundheit. Dankeschön. Sobald sie drin ist, stell dich dann gleich mal daneben mit dem Fernglas, also mit der Lupe, ne? Ich hab diese Technik nicht raus, wie man die einfach aufkriegt. Ja, man muss, ja. Man muss eigentlich drauf gehen, aber drüber gehen. Aber irgendwie, ja, jetzt geht's, okay. Muss einfach nur einmal dann rüberlaufen. Hm. Blöde Kuh, jetzt sag ich nicht, ich habe die falsch gesetzt, aber ich kann die ja wieder umsetzen. Notfalls kannst du ja aufheben. Ja. Ah. Aber sie kommt ja jetzt in die Richtung. Warte, sie dreht doch gleich um. Jetzt muss ich, nein, doch, dance, vielleicht. Dance. Es geht hier natürlich nicht einmal hier in diese Ecke. Ich glaub's nicht, ey. Jetzt komm! Ich stell mal vor, so eine Beer-Trap. Bear-Trap, nicht Bier. Ist ja kein Bier. Ist ein Bär. Bear-Trap. Wird dich fangen, ey. Okay. Das ist echt. Okay. Du dance. Dance with. With Crabs. Constructors. Krakenos. Jetzt so eine Einblende. 3000 Jahre später. Ja, jetzt. So, jetzt. Nein, die war noch nicht offen.
Aber, nee, ich meine, jetzt die wollten nicht aufgehen. Mhm. Ich muss ja ein bisschen länger drauflaufen, draufstehen. So, jetzt aber komm, komm. Mann! Jetzt dreht es. Das ist echt blöde Kuh, du. Blöde, blöder Arsch. Sie Arsch. Oh, check ich mal ganz kurz aus, wie das hier mit dem Torpreis auf 1000 runtergesenken. Oh. 1100. Also sind 300 verschwunden. Komm jetzt mal, komm, hol doch, jetzt komm, hier, hier, hier. Oh! Es ist, als wenn sie diese Struktur meidet. Naja. Die meidet gleich mein Schwert. Jetzt, jetzt, jetzt. Boy! Ich glaub's nicht, ey. Wilde Kuh. Ich glaub, ich mach mal was. Wo läuft sie gerade? Ja. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht? Hast du gedacht? Hast du gedacht? Boy, langsam geht's mir auf den Sack, weißt du das? Jetzt komm, jetzt. Ja. Oh. Jetzt kriegst du auf den Sack von uns. Oh, der hat nicht getroffen. Der auch nicht. Ja. Nee, das funktioniert nicht, Dex. Der Trap. Ich hab genau die Stelle getroffen, ganz sicher. Ja? Ja. Oh, das war's schon wieder weg, ja. Ich muss sowieso aufmachen, es ist nur 1400 Leben. Ja. Oh, Mann. Mann, ist das anstrengend. Leute, heute mache ich mal wieder einen Cut für euch. Letzte Folge habe ich es nicht gemacht, weil wir gedacht haben, wir kriegen jetzt wieder eine. Diesmal mache ich einen Cut, weil sonst wird das hier wieder nichts in der ganzen Folge. Also cutten wir und wenn wir sie wieder voll aufgepumpt haben mit Mumpfy Mumpfy und so, dann sind wir wieder Steroide. Da. Steroide, Drogen, Drogen, Drogen. Ach, bis gleich. Ich hör grad ein, da liegt doch noch ein. Spiel nur mehr. So, die geht schon los. Wir sind wieder zurück, Leute. Wir haben aber eine neue Krabbe, weil die andere Krabbe, die ist irgendwie jetzt total Banane. Die will gar nicht mehr kommen. Die weiß, was ist hier, was ihr hier blüht. Jetzt. Oh, die okay. Wollte mich packen. Du? Okay. Ja. Oh, auf ein so, neues. So gefällt mir das, wenn sie. Nein, hier. Nein, der hat mich. Aua! Ja, jetzt musst du leider sterben, tut mir leid. Nein. Es sei denn, sie lässt dich fallen. Der hat mich übrigens rausgeschmissen. Das ist die Banane. So, jetzt ist sie nach unten gebackt. Naja. Krabbi, sei nicht so krabbenhaft. Jetzt komm her. Da ja. Kriegst du, das hast du davon. Ich weiß, was ihr blüht, hast du schon gesehen. Bäm, sehr guter Schuss. Ich weiß ja nicht genau, ob du wirklich gut triffst, aber. Du hast doch das Glas, oder nicht? Ja, aber ich kann nicht so nah ran. Guck mal, die ist voll auf mich fixiert. Jetzt geht's weg. Jetzt kann ich mal gucken gehen. Du hast zweimal getroffen, glaube ich. Wie viel Torper macht die pro Schuss? Das weiß ich nicht. Und die hat 800 Torper jetzt. Ja, komm schon. 800 Torper. Ah, jetzt hätte ich schießen können, aber gut. Aber ich verstehe nicht, warum die jetzt schon wieder zurückzieht. Die müssen doch eigentlich weiter angreifen, ne? Jetzt ein Rock Drake. Ich komme mal mit hoch drauf. So. Ich wollte gerade sagen, gehst du mal auf die andere. Ne, Schaden. Naja, die hat sich gerade gedreht. Der Schuss ist viel zu weit. Ja, der auch. Ja, jetzt mach noch Drehrumbum hier. Drehrumbum der Runde. Mann. Eigentlich kriegen wir das doch locker hin, sowas. Naja, der wird jetzt auch mal wieder Schaden sein, weil der bleibt einfach nicht stehen. Was ist denn los? Die Falle war eigentlich so gut hier. Das hat auch nichts mit der Falle zu tun. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass hier irgendwas. Krabben sind kaputt. Nein. Doch. Ich glaube, das war eigentlich ganz gut. Ja. Nee. Ja, ich habe noch daneben geschossen. Ja, der hat sich gerade wie komplett weggedreht. Lieber daneben als ein Schadentreffer. Mhm. Mhm. Oh. Soll ich nochmal mit der. Ich mache nochmal ganz kurz die Trap hier vorne hin. Nee, die bringt nichts. Die bringt nichts. Weil ja, ich weiß genau, dass ich vorhin getroffen habe. Also, 1100 Schaden und 2400 Leben noch.
Also die Hälfte vom Leben hat sie. 1100 Torpor. Und wie viel Torpor hast du insgesamt? Hab ich gerade gar nicht selber nämlich mal geguckt, war. Ich glaube 4000 war das, glaube ich. Oder 3000, nee, 3000, glaube ich, war das. 4200, doch. Das war nur Schaden. Ja. Mann, was ist denn los mit den Krabben? Nee. Die einzige beste Krabbe war die erste, die ich da wirklich weggeschossen habe. Oder die zweite war es gewesen, ne? Weiter, ja. Das war nicht mal getroffen. Nee, leider. Nein. Jetzt hast du Schaden gemacht am Bein. Ja. Man ist fast tot, siehst du, wie die am Bluten ist. So, hast du jetzt davon, du blöde Krabbe. Jetzt kriegst du Steine von uns ab. Vergessen siehst du die nennen. Selber schuld! Stirb, du Schwein! Stirb! Mann, ey, was ist denn nur heute los? Ich habe heute vergessen, wir sind heute nicht mehr gut genug dafür. Da liegt sie. Und mein Featherlight ist tot. Ach ja, nur mal so als Randinfo, als wir hier gerade eben noch so ein bisschen rumgehampelt haben, ist die Akuma gegangbankt worden von Spino, Sarko und Kakinos. Und Kakinos. Und leider ist und sie... Und Anjas natürlich. Die gehört immer dazu. Und das heißt, sie wurde getötet, ihr Featherlight wurde getötet und ihr 203er Darkness wäre fast draufgegangen. Hat nur 200 Leben gehabt, ne? Ja, 200 etwa. Shit, ey. Was ist deine Schuld, Globok? Mist. Was hältst du davon, wenn wir mal ganz kurz hier am Rand gucken, ob wir vielleicht einen Sarko finden, Level X? Habe ich Betäubungsfälle bei? Ja. Ich habe 100, wenn nicht. 9 habe ich nur dabei. Ich habe aber kein Gewehr bei. Doch, da. Was denn jetzt? Mann, hier nicht mal in Ruhe gucken, du blödes Viech. So viele Skins hier drin. 32er. Ihr liegt euch echt mit dem Falschen an, Leute. Ihr liegt euch echt mit dem Falschen an. Ich geh mal kurz meine Longneck reparieren. Welches Level bist du? 12. Mist. Welches Level bist du? 100. Ah ja, dich will ich haben. Ich will dich. Reparierst. Jetzt komm ich auch. So. Und kommt hier hoch, oder? Ja. Mist. Gut. Brust. Und. So. Was war das jetzt? Ein Level 100er? Ja, 100er. Oh, nicht übel. Ist auch 150 oder 149 nach der Zähmung. Ja. Die sind doch total easy. Ja, hier unten an der, wo die Zipline ist, die, wo ich dich eben schon mal runtergeschickt habe. Nein. Ich habe nur 3 Schuss. Ah ja. Er haut ab. Oder sie. Er. Na, ich wollte gerade schießen, ich habe keine Munition mehr. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Obwohl, sterben die eigentlich im Wasser? Die sind ja eigentlich Wassertiere. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Das Level so 12, den mach ich mal ganz kurz weg. Vergiss mich auf den Senkel. Du bist bewusstlos. Ja? Ich glaube ja, der bewegt sich nämlich nicht mehr. Ja, ist wirklich unbewusstlos und verliert Leben, glaube ich. Hallo, wo ist er denn? Er hat keine Oxygenanzeige, also lebt noch. Mann, ey! Diese Piranhas geben mir so auf die Senkel hier. Auf den Schenkel. Dex töte die mal hinter mir. Ah oh, ne, schon gut. Konnte mich selber bewegen. Ey, nein. Hallo. Was denn?
Ja, die sollten mit mir mitkommen, damit wir sie töten. Also wir können ja sonst nicht ins Wasser. Kommt noch einer. So. Hast du rein zufällig... Da kommt noch einer. Ah ne, ist ein Fisch. Was wollte denn der? Der hat aber auch angegriffen, oder? Pass auf, da ist eine Piranha. Nee, ist ein Fisch. Ja. Hab ich zufällig was? Was zu fressen für den Zarko? Ja, bestimmt im Tier. Zarko, was bräuchte man denn rein theoretisch für Kieble? Triceratops. Matten habe ich bei, ja. Hast du? Ja? Ja. Ah, oh, ist cool. Hier ist eine Heilpflanze. Ich gehe mal ganz kurz Heilpflanzen pflanzen. Pflanze mal. Schon wieder fertig. Oh, hier sind Dodekos. Level 20. Ach, scheiße. Weiter Dodekos wäre ja auch nicht schlecht. Eine Manta. Ein zweiter Dodekos wäre super, aber muss ein gutes Level sein. Ein richtig gutes Level. Ja. Jetzt hat der hier? 20. Ja, Seite. Der war schuld. Warum ist noch einer? 20. Hast du schon was reingetan? Ja. Was bist du, Sarko? 12, ey. Was ist denn los? Der Tümpel ist irgendwie scheiße drauf. Ist nichts Gutes dabei. Hast rein zufällig den Calculator dabei, was wir da ungefähr, wie lange wir für den Sarko brauchen? Klar, Moment. Level 100 war es, Fine. Mhm. Wir brauchen in etwa 22 Minuten. Und keine Narkose. Und ein 76er Ravenger Alpha. Nein. Ich habe keinen Bock, mich alleine mit anzulegen. Also wenn wir keine Narkose brauchen, können wir den eigentlich hier drin lassen. Das Problem ist nur, wenn der ein Spino trifft. Die werden eigentlich nicht angegriffen, nur per Zufall, wenn zum Beispiel halt ein Spino angreift. Ja. So werden sie ja nicht angegriffen. Leute, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen für heute Schluss. Mit den Krabben hat es ja wieder nicht funktioniert. Ist echt ärgerlich. Ist so mega ärgerlich. Warum die immer rumspacken da drin? Keine Ahnung. Und die 120er, die werden wir uns sowieso nochmal unter den Nagel reißen. Die kannst du echt ganz vergessen. Die ist weggelaufen. Komplett über das ganze Feld, durch den Wald. Und dann irgendwann hat sich umgedreht und wollte nochmal angreifen. Und dann, weiß nicht, die ist jetzt immer noch da hinten in der Ecke und hampelt dann da rum. Wenn sie noch lebt, aber 120 denke ich schon. Gut, Leute. Ich bedenke, die war Schaden, ne? Ja, aber die war eigentlich schon wieder ganz gut drauf wieder am Ende. Mittleres Leben hat sie da schon gehabt schon. Ach so, na dann. So, dann sagen wir mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und in der nächsten Folge werden wir da wohl den Sarko hier, denke ich mal, gezähmt haben. Dann nochmal als Information für euch da draußen. Sag's immer gerne wieder, wenn ihr euch mal einen Server selber mieten möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu G-Portal. Das sind auch die Jungs und Mädels, die uns hier sponsoren für den Server, den wir haben. Und die geben euch dann direkt 5% auf euren ersten Server. Bis denn und tschüss. Und tschüss. Miau. 48er Doe da hinten. Ist auch